Ich muss hier was tun. Ich habe ja zum Glück mein Buch dabei. Der Text lässt sich so übersetzen. Während der Priester nur Augen für seinen neuen Gott im Osten hatte, begab sich der Ritter, der unter dem Baum des Gelehrten stand, wieder nach Hause in Richtung Norden, wo die Königin auf seine Rückkehr wartete. Der König betrachtete ihren Mann im Westen. Der König betrachtete den Priester, er wusste, was ihn erwartete. Und dass es bereits zu spät war, etwas zu unternehmen. Es gibt 4 Säulen. Auf jeder steht eine Schachfigur. Der Pfeil muss in die richtige Richtung zeigen. Was? Ach so. Also das heißt, der zeigt immer nach Norden. Das heißt, hier ist Norden. Und wir sind jetzt beim Priester. Der Priester hatte nur Augen für seinen neuen Gott im Osten. Osten ist hier. Dann steht er doch aber eigentlich richtig, oder? Der König, denke ich. Der König beobachtete den Priester, da er bereits wusste, was ihn erwartet. Der Priester, der steht doch da. Oder? Ich denke doch mal, dass das die Königin ist. Oder? Die Dame, ja. Oder? Die Königin beobachtete ihren Mann im Westen. Aber das stimmt doch aber auch. Das ist der Ritter. Der Ritter unter dem Baum des Gelehrten stieg wieder nach Hause in Richtung Norden, wo die Königin auf ihn wartete. Was das? Nee. Im Westen. Norden. Da muss ich das wirklich so drehen, wie hier die Pfeile sind, aber das wird da gar keinen Sinn machen. Nö. Es gibt hier 4 Säulen. Auf jeder. Das kannst du auch nicht drehen. Steht eine Schachfigur. Der Pfeil muss in ihre Richtung zeigen. Der Springer. Das ist so. Also bei dem Rätsel nervt mich das gerade, dass das hier wieder ganz anders steht. Hier, weil. Hier interpretiere ich den Satz von wegen, die Pfeile müssen auf die Figuren zeigen. Und dann haben wir hier dieses Kackbuch. Und irgendwie ist Norden immer irgendwo anders. Wenn ich jetzt hier sage, ja, er geht nach Norden. Wo die Königin auf ihn wartet. Ja, aber die Königin ist doch da drüben. Verstehst
steht er so ein bisschen gerade mein Dilemma. Der Priester guckt nach Osten, das hat er die ganze Zeit schon gemacht. Es kann halt auch nicht sein, dass Norden einmal da ist, einmal da hinten, einmal da vorne, einmal da links, einmal da rechts. Aber wenn ich nur nach den Pfeilen hier ausrichten sollte, bräuchte ich das Rätsel ja gar nicht. Sorry, ich muss das jetzt echt mal nachlesen. Sind wir erst da? Nein, um Gottes Willen, ich dachte schon. Kapitel. Mutters Welt? Nee. Ist das schon? Oh, ich glaube, wir haben es aber fast geschafft. Wenn mir mal einer dieser Kackrätsel erklären könnte. Stelle den Kompass neben die Säule. Stecke den König in die Aussprache und berühre den Pfeiler, mit der in Verbindung mit dem Kompass nach Südosten zeigt. Kann man die Bilder ja auch mal größer gucken? Nee. Berühre den Pfeil, bis er nach Westen zeigt. Berühre den Pfeil, damit er in Verbindung mit dem Kompass nach Südosten zeigt. Berühre Westen, der Läufer. Berühre den Pfeil, bis er nach Osten zeigt. Ja, Osten, der Läufer ist der Priester, ja. Und der Springer berührt den Pfeil, bis er nach Norden zeigt. Habe ich das denn nicht gemacht? Osten. Da ist der, da sagt er Südwesten? Ist doch... Hier. Da ist Süden. Das ist ja schon wieder Westen. Da? Da steht doch gar kein Priester. Im Osten ist da. Er hier will nach Norden. Sie guckt zu ihrem Mann. Da? Nee. Ey. Die Dame nach Westen. Westen ist da. Da vertue ich mich da gerade ganz doll und verstehe nicht, wie ein Kompass funktioniert. Deshalb blöd, ich sehe halt auch auf diesen Bildern nichts, weil die so winzig sind. Warum macht man die denn so klein? Dass man die Pfeile nicht sehen kann. Aber die Pfeile zeigen hier auf den Bildern alle hier drauf. Alle dahin. Auf die Figur. Auch gerade jemand wieder auf dem Dings eingeschlafen. Auf der Orgel.
Oder zählt nur der Kompass hier? Da ist irgendwie auch nur hier auf dem Bild drauf. Bin ich dafür gerade echt zu blöd? Den Yasuo hat das bestimmt schon gelöst. Den hier kann ich ja nicht beeinflussen. So, ich habe jetzt mal bei einem Walkthrough geguckt. Es war schön zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin, die da echt Probleme hat mit diesem Kackrätsel. Ich guck mal, ich hoffe, ich schaffe es jetzt, das irgendwie zu rekonstruieren, was er da gemacht hat. Dann mal das. Ihn hatte er irgendwie so rumgestellt. Ich habe echt keine Ahnung. Also das war echt kein schönes Rätsel. Mir fehlen noch drei. Das bin ich. Erwachsene Holly. Träume, in denen ich sterbe, das hasse ich. Dieses unausweichliche Gefühl des Untergangs. Als ich aufwachte, war das eine wirkliche Erleichterung. Und jetzt kann ich nicht aufwachen. Allem Anschein nach habe ich keinen Vater und eine tote, verrückte Schwester namens Dahlia. Und noch dazu habe ich Heather. Und ich habe die gleiche gruselige Erscheinung gesehen. Da alle Wege zu Dahlia führen und meine Mutter möchte, dass ich dorthin gehe, werde ich es tun. Wer sagt, dass deine Mutter das möchte? Ich frage mich aber echt, was uns denn dann da noch an Figuren bleibt. Tape 3, das heißt, ich muss jetzt wieder in den Schuppen vom Opa. Und Kassette hören. Institutionalize her, and she begged to come home to you, but I had to keep you safe, and I thought she needed help, but then there was that horrible fire at the asylum, and she died there. My poor baby. I'm so sorry. But what's past is past. I hate this place, and I'm going to take you girls to the city and start fresh. I told Charles we're selling the house. He tried to convince me not to leave, but nothing on the planet can make me stay here. He's going to stop by today to see what price we'll get for the place. Then I'll talk to my parents. Today is March 12th, 1994, and I... Holly, I love you girls so much. Know that I did all I could. But if anything happens to me, find her. You must go. To the Dark Falls Asylum. This was the day my mother was found dead. Was it really a suicide? Now I knew what my mother and my sister wanted me to do. Thank you.
You seem disappointed. Did you really think I was your sister? Okay, ich habe mich nochmal ganz kurz erschreckt, wo sie da aus dem Schatten rauskam. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie irgendwie hinter ihr steht oder so. Und dann kam die, ich so, ja gut, dann doch kein Schreck. Dann kam die da aus dem Schatten raus. Und ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass auf dem Band, dass da irgendwie er steht so, macht es nicht, weil diese Störgeräusche dazwischen waren. Was für eine gemeine Kuh. Ja, das war True Fear Forsaken Souls Part 1 von 2. Ich kenne die Musik. Die benutzen YouTuber immer sehr häufig für seine Videos. Interessant. Muss ich mal gucken, wie die heißt. Die fand ich nämlich richtig geil. Ja. Auch das Spiel fand ich richtig geil, muss ich sagen. Die Übersetzung, ja, zumindest von den Gegenständen war okay. Ob jetzt Flasche oder Fiole, da kann man sich halt drüber streiten. Von den Untertiteln her war die nicht ganz so korrekt. Weil jetzt zum Beispiel hier am Schluss sagte sie einmal, irgendwie sie, I'm so sorry. Und im Untertitel stande, es war so schrecklich. Ja, also egal wie man es interpretieren möchte, I'm so sorry ist nicht, da muss ich später mal gucken, welcher von den Titeln die Musik hier ist. Das wird nicht zu, es ist zu schrecklich interpretiert, übersetzt. Es gab ein paar Momente, wo ich mich wirklich so ein bisschen erschreckt habe. Es gab auch Momente, wo ich ein sehr beklemmendes Gefühl hatte. Jetzt in der zweiten und dritten Szene irgendwie nicht. Aber in der ersten, also im ersten Kapitel, war mir schon so ein bisschen mulmig. Uns fehlen noch 3 ganze Figuren. Wir können uns gleich nochmal die ganzen Auszeichnungen angucken, die ich hier gekriegt habe. Wir werden uns auch gleich mal hier mit der Demo das mal anschauen. Ich habe da gestern kurz reingeklickt, da kommt ein Trailer, den gucken wir uns auch an. Dann spielen wir das Bonuskapitel und dann gucken wir nochmal hier in den Fakten in dem Bonus. Klingt es nach einem Plan? Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Aber ich komme von hier aus nicht... Nicht in... Ist das dann hier ein Bonus? Die Auszeichnung. Dann gucken wir uns die Auszeichnung hier drüber an. Adlerauge. Finde alle Wimmelbilder-Objekte in allen Wimmelbild-Szenen in weniger als einer Minute. Wenn du es schaffen willst, schließe alle Wimmelbilder ab, ohne einen Tipp zu verwenden. Habe ich einmal einen Tipp verwendet? Das weiß ich nicht. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Schließe alle Minispiele unter einer Minute ab. Aber ich würde die echt nicht mehr wie eine Minute gebraucht, okay. Überlebenskünstler, löse alle Minispiele, ohne sie zu überspringen. Eingehakt, spiele das gesamte Spiel ohne Unterbrechung. Ich hab mal unterbrochen. Geduld ist eine Tugend, schau dir alle Zwischensequenzen an, ohne sie zu überspringen. Ein Auge für Details, finde Jack. Ach, hätte ich die Puppe auch liegen lassen können. Wir hatten ja unseren Tipp-Button. Dann hätte ich halt die Puppe nicht gehabt, sondern nur den Tipp-Button, oder? Aber ich habe ja immer mal wieder Augen für Details gekriegt. Finde Jack. Sammler, finde alle Figuren. Ich hoffe, wir finden im Kapitel, im Bonuskapitel die letzten 3. Was wirklich geschah, finde jeden Fakt im Hauptspiel. Haben wir wohl nicht geschafft. Entdecke die Wahrheit. Schließe das Hauptspiel ab. Respekt, das ist das Wichtigste. Sieh dir den Abspann an. Was haben wir denn noch? Chef, erhalte alle Auszeichnungen. Betritt die Heilanstalt. Okay, im Bonuskapitel kommen wir in die Heilanstalt. Ja, das
Ja, du kannst das. Schließe das Hauptspiel im schwierigsten. Nein. Was später geschah, finde alle Fakten im Bonuskapitel. Überflieger. Schließe das Bonuskapitel in einem Stück ab. Puppen lügen. Schließe das Bonuskapitel ab, ohne Tipp oder Lösen zu verwenden. Schließe eine Szene ab, ohne einen Tipp zu verwenden. Okay, das habe ich noch nicht geschafft. Ich gehe jetzt nochmal ins Hauptspiel. Wir gucken mal schnell wegen der Demo. Vielen Dank, dass du TrueForce Forsaken Part 1 gekauft hast. Eigens für Steam-User geben wir die Möglichkeit, einen Einblick auf folgende Teile des Spiels zu werfen. Der Fabel dauert noch nach dem Ende des Part 1 an. Deshalb raten wir an, das Part 1 erst durchzulaufen. Der Part 2 ist immer noch in Entwicklungsstadium. So ist Demo jetzt auf Englisch. Okay. Aber hier können wir schon mal so ein bisschen was sehen. Schade ist, dass wenn ich Part 1 gekauft habe, ich nicht auch Part 2 kriege. Den muss ich nochmal extra kaufen. Ich hätte gern so Bundle gehabt, so von wegen, ja, wie bei den Telltales-Dinger. So, ja, wenn du Part 1 gekauft hast oder wenn du so und so viel bezahlst, kriegst du alle. Und wenn du nur einen willst, kriegst du nur das. Sieht man da was von der Story? Wir haben die Puppe immer noch dabei. Bin ich da auch noch im Asylum drin? Sieht man da irgendwas? Wir bluten. Die Demo wird... Demo wird leistbar sein in... okay. Wir müssen da noch einen Tag... einen ganzen Tag noch drauf warten. Na, ich weiß ja nicht, ob ich das noch aushalte. Ein Tag, eine Stunde und zwei Minuten. Was ich jetzt allerdings erstmal mache... Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt, weil ich gucken muss, wie viel Platz ich noch auf der Platte habe. Ob ich das Bonuskapitel gleich hinterher schieben kann oder ob ich wieder erst nochmal eine kurze Pause machen muss, ein bisschen was wegrendern und dann das Bonuskapitel spielen kann. Bis gleich!